Der erste Wassersportverein Lausitzer Seenland veranstaltete am Samstag das traditionelle Wintersegeln im Lausitzbad Hoyerswerda. Etwa 20 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren konnten dort in See stechen. In einer weiteren Station lernten die Kids wichtige Rettungsmaßnahmen im Notfall. Doch im Vordergrund stand natürlich der Spaß der Kinder am Wassersport.